willkommen bei uns hier im Swiss Teenage Studio. Dies ist nun schon die zweite Ausgabe unserer Inside Live Veranstaltung. Und es geht darum, Ihnen heute kurz und bündig einen Überblick zu verschaffen über die Neuigkeiten in und um unseren Verband, Ihnen die kommenden Events vorzustellen. Ein neues Mitglied wird zu Wort kommen und sich vorstellen. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass heute auch unser lieber Präsident René Brugger bei uns ist. Herzlich willkommen, René. Liebe Mitglieder des Swiss Technology Networks, liebe Gäste, wie sieht es aus in unseren Branchen? Was bewegt sich in der Wirtschaft? Theoretisch könnten wir Sie mit Ihren Unternehmen an den wachsenden Exporten der Industrie partizipieren. Das zeigt auch das Book-to-Bill-Ratio, das von Ihnen mit 2/3 als mehr Bookings als Bills angegeben wurde. Und das weist auch darauf hin, dass eben diese hohen Bookings nicht realisierbar sind, weil wir eben zu lange Beschaffungszeiten haben, diese Lieferkettenproblematik da ist. Dass aber lange Beschaffungszeiten sind, das ist das eine. Mit denen könnte man arbeiten, wäre die Planbarkeit gegeben. Und die Unruhe in den Systemen, in den Wertschöpfungsketten, entsteht eben durch diese fehlende Planbarkeit. Das ist ein Stop and Go in den Wertschöpfungsketten. Das führt dazu, dass auch personelle Ressourcen zur Verfügung stehen, die aber keine Arbeit ausführen können. Auch Kurzarbeit ist sehr schlecht zu planen in solchen Situationen. Das heißt, es führt in den Wertschöpfungsketten zu erheblichen Kosten. Kosten, die die Wettbewerbsfähigkeit drücken. Und dazu kommt natürlich jetzt erweitert noch, dass die Wechselkursänderung des Schweizer Franken zum Euro Kaufkraft bereinigt, wohl eine große Berechtigung hat, aber natürlich aufgrund der Geschwindigkeit, wie es stattfindet, ebenfalls auf die Wettbewerbsfähigkeit Schweizer Güter auf den Weltmärkten drückt. Und dann Ihnen ist klar, dass wir, vor allem wenn wir die Prognosefähigkeit anschauen, dann diese geopolitische Situation haben, die es sehr erschwert, überhaupt eine Prognose der Geschäfte machen zu können. Jetzt haben wir noch unsere näheren Herausforderungen, nämlich dass wir auf einen Winter zugehen, wo es unklar ist, wie stehen die Energien zur Verfügung. Und dazu kommt das immer noch ungeklärte Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union. Wir vom Swiss Teenet beobachten die Themen intensiv und da, wo wir können, und das sind vor allem eher die beeinflussbaren Themen, unterstützen wir die Partnerverbände, unterstützen wir die Gremien, die an diesen Themen arbeiten. Ihnen wünsche ich trotz diesen schwierigen Zeiten, trotz diesen unbekannten Größen, die von aller Seite beeinflussen, gute Geschäfte und dass Sie viel Kreativität haben, auch mit den Herausforderungen umzugehen. Und denken Sie daran, gemeinschaftlich und mit einem guten Informationsaustausch untereinander schaffen wir es besser. Und da unterstützen wir Sie auch vom Swiss Technology Network. Aber nicht nur René ist heute da, sondern auch mein geschätzter Chef Roland Steinemann. Roland, am 31.08. und 1.09. fand die All About Automation zum allerersten Mal in Zürich statt. Nicht nur spannende Gespräche mit potenziellen neuen Mitgliedern hatten wir da, sondern wir hatten auch die Freude, mit unseren bestehenden Mitgliedern zu sprechen. Wie viele Mitglieder waren denn circa vor Ort als Aussteller und wie waren ihre Reaktionen? Ja, von den rund 100 Ausstellern waren geschätzt die Hälfte bereits Mitglieder von uns. Wir hatten aber auch sehr viele Anfragen bei uns am Stand. Was macht ihr als Verband? Was zeichnet euch aus? Was sind die Aktivitäten? Und ich denke, wir werden da noch einige dazu gewinnen können. Die Rückmeldungen der Aussteller und der Besucher waren durchwegs positiv. Da war die Sprache von, ja, wir wurden überrannt an unserem Stand, wir hatten zu wenige Mitarbeitende vor Ort, bis zu, wir konnten konkret Projekte besprechen.
Auch die Besucher, denke ich, waren mehrheitlich zufrieden, auch wenn der eine oder andere Anbieter vermisst wurde. Wann findet denn die nächste All About Automation in Zürich statt? Die nächste AA findet in 2 Jahren statt, das ist ja immer im Wechsel mit der Sindex. Das heißt also für die All About Automation konkret vom 28. bis zum 29. August 2024. Und nächstes Jahr haben wir dann die Sindex vom 5. bis 7. September als Plattform für die Industrieautomation. Als nächstes startet nun die Blech in Bern. Vom 20. bis 22.09. geht es unter anderem um Zukunftstechnologien aus den Bereichen Robotik, Maschinen, Produkte, Systeme und Werkzeuge für die Blech-, Metall- und Stahlverarbeitung. Wie ist denn dort der Stand der Dinge in Sachen Ausstellerzahlen und was machen wir als Verband denn dort? Ja, bei der Blech haben wir etwas mehr Aussteller als bei der letzten Durchführung. Wir sind bei rund 120 Ausstellern und wir erwarten wiederum etwa 6.000 Besucher. Jetzt ist Blech vielleicht nicht so offensichtlich das Thema vom SwissTNet, aber eine Umfrage bei den Besuchern im Vorfeld der Messe hat ergeben, dass eben die Automation in der Blechbearbeitung das Thema Nummer 1 ist und damit ein Kernanliegen der Besucher. Darum konnten wir zusammen mit der Sektion Swiss Robotics genau dieses Thema aufnehmen und zeigen in einer Sonderzone mit Exponaten und Referaten, wie eben die Blechbearbeitung automatisiert werden kann. Dann war da ja auch noch das Kick-Off-Event zur Sindex 2023. Das fand am 17. August in Bern statt. Kannst du uns etwas und unseren Zuschauern natürlich auch zu den Neuerungen, besonders für die 2023er Sindex, erzählen? Gut, bis zum September 23 ist ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben aber im Vorfeld jetzt diverse Themen aufbereitet, aufgenommen und mögliche Umsetzungen entworfen. Die werden wir in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Beirat, mit dem Sindex-Beirat besprechen, vertiefen, konkretisieren und die Umsetzung planen. Diese Themen sind im Wesentlichen nebst den Kernthemen Automatisierung, Digitalisierung, Robotik, Elektrotechnik, Fluidik, Produktionstechnik eben auch Ideen aus dem Bereich Faster Innovation, Connected World, Data Area, Digitalisierung, New Work und so weiter, die sicher eben auch interessante Inputs für die Besucher geben können und so die Expo, die im Kern dieser Messe bleibt, ideal ergänzen werden. Weiter schaffen wir an der Bekanntheit, insbesondere auch in der Westschweiz und in der Ostschweiz. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Besucher da noch nicht im gewünschten Ausmaß dabei sind. Da werden wir einen Schwerpunkt legen. Dann die Positionierung und am Image werden wir auch weiterarbeiten, um dies noch klarer zu kommunizieren, was den Besucher an das Index erwartet. Eine weitere Erneuerung ist die Standanordnung. Wir sprechen da von einem oder vom Arena-Konzept. Das heißt, die großen Stände, die großen Anbieter werden am Rand der Halle platziert und die kleineren und mittleren Anbieter eher zentral in der Halle, sodass eben alle gut gefunden werden und keiner das Gefühl haben muss, er sei da irgendwo halb außerhalb der Messe und werde darum nicht gut besucht. Am 19. Mai hatten unsere Mitglieder die Gelegenheit, sich auf der Generalversammlung über die Neuerungen im Verband zu informieren und konnten natürlich auch auf der Jahrestagung unseren spannenden Vorträgen folgen. Sicher interessiert nun unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, welche Beschlüsse und vor allen Dingen, wie sie denn umgesetzt wurden seit der Generalversammlung. Kannst du uns dazu etwas Licht ins Dunkel bringen? Nun, wir hatten ja 2 wichtige Beschlüsse zu fassen an der Generalversammlung dieses Jahr. Das eine war die Corona-Sanierung. Da wollen wir den Verband einfach wieder auf eine bessere, stabilere finanzielle Basis setzen, weil wir in dieser, wie soll ich sagen, veranstaltungslosen Zeit eben sehr viel tiefere Einnahmen hatten. Daher folgt die Rechnungsstellung in den nächsten Wochen. Das zweite wichtige Thema war aber diese Neuorganisation, die vor allem gesehen wird in der Auflösung der Fachbereiche. Wir wollen damit diese Silos oder Wände zwischen den Mitgliedern und den Sektionen einreißen und so einen Austausch unter ihnen noch mehr fördern und ermöglichen.
Dazu haben wir einerseits natürlich die Reglemente, die Statuten und so weiter angepasst, das Wording auf der Webseite. Wir haben aber auch das Organigramm neu aufgesetzt mit einer ganz neuen Idee, weg von dieser Hierarchie und Matrix, hin zum die Sektionen und Sie als Mitglieder eben ins Zentrum zu stellen und dann die für uns relevanten Themen darum gruppieren, auch die Dienstleistungen, die wir anbieten und das Ganze gegen außen offen gestaltet, sodass Sie jederzeit neue Partner, neue Ideen und Themen einbringen können. Sie merken schon, heute kurz und bündig geht es bei uns direkt weiter mit den kommenden Events. So haben wir unseren nächsten Wirtschaftsapéro geplant. Dieser findet nach einer längeren Pause statt, aber wir freuen uns sehr, dass wir bei Coop Ihnen eine nicht nur eine Führung, sondern auch ein spannendes Programm bieten können. Mehr dazu erfahren Sie zu einem späteren Zeitpunkt, aber wir werden bei Coop in Schaffisheim sein. Ja, dann ist am 2. November findet unser E-Pulse Day statt. Dort geht es um alles Elektronische und wir dürfen bei der Fachhochschule Nordwestschweiz zu Gast sein. Am 22. November, ebenfalls an der Fachhochschule Nordwestschweiz, findet der EU-Link Day statt. Für diese beiden Veranstaltungen und auch für die Communication Conference, die wir in Rapperswil durchführen werden am 6. Dezember, läuft im Moment noch der Call for Papers. Das heißt, Sie können Ihre spannenden Beiträge noch einreichen bis zum 30. September. Und da freuen wir uns natürlich sehr über Ihre Beteiligung. Im Januar, und zwar am 19. Januar 2023, wird dann die nächste Funk- und EMV-Fachtagung stattfinden im Six Convention Point in Zürich. Bis dahin ist die Zeit noch lang, daher haben wir noch einige spannende Workshops für Sie geplant. Zum Beispiel am 14. September geht es um die richtigen Verhandlungstechniken. Stefan Born ist unser Verhandlungsexperte und der wird einen Tag lang Sie durchführen, Sie einführen, Ihnen Tipps geben und da haben wir noch Plätze frei. Melden Sie sich also schnell an. Am 29. September wird am Vormittag René Brugger zu digitalen Geschäftsmodellen Ihnen einen Basis-Workshop vermitteln und am Nachmittag geht es um Happiness at Work mit Aurelie Litinski. Und nun würde ich sehr gerne René noch einmal zu mir bitten, denn wir haben ein ganz neues Event und da freuen wir uns, wenn du uns ein bisschen was darüber erzählst. Denn ja, dieses Event ist hervorgegangen aus der IoT-Expertengruppe. Erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was. Danke Anna für die Einleitung. Ja. Ich freue mich sehr, dass aus der IoT-Expertengruppe sich drei Personen formiert haben und ein Organisationskomitee gebildet haben. Also mit mir sind es vier Personen. Es ist der André Tinner von Computer Controls, Roland Achermann von der BBV AG und André Spring von der Ineltro AG. Worum geht es? IoT ist ein Thema, das schon sehr breit bewirtschaftet wird. Dieser Anlass, das ist ein Boutique-Anlass, der gedacht ist für die strategischen Führungsleute aus dem Maschinenbau, Anlagenbau und Apparatebau. Wir planen es im Rheintal durchzuführen und es nennt sich im IoT Business Days. Es geht darum, wie können die Unternehmen mit datenbasierten Services neue Erlösströme erschließen. Also wir spüren sehr deutlich, da ist der betriebswirtschaftliche Ansatz, da ist der Business-Ansatz, der Geschäftsmodell-Ansatz drin enthalten. Wir freuen uns auf diese IoT Business Days. Wir freuen uns auch, wenn Sie daran teilnehmen wollen. Und wir werden dort ein hochkarätiges Publikum und hochkarätige Referenten dabei haben. Und nun freuen wir uns, ein neues Mitglied bei uns begrüßen zu dürfen. Und zwar, das ist die Firma Imperia Systems. Und wir haben dazu Herrn Imperia eingeladen, der erstmal seine Firma in einem kleinen Film vorstellen wird und dann werde ich ein kleines Interview mit ihm führen. Film ab! Musik.
herzlich willkommen, lieber Herr Imperia. Seit einigen Monaten sind Sie nun Mitglied bei uns im Verband. Und wir haben schon einen kleinen Film gesehen über Ihre Firma. Und jetzt würde ich doch einfach ganz gerne noch mal wissen, was ist denn die eine große Stärke oder die Kernkompetenz von Imperia Systems? Ja, eine unserer wichtigsten Kernkompetenz ist das Erarbeiten von Konzepten, welche wir bereits in einer sehr frühen Angebotsphase für unseren Kunden erarbeiten. Wenn es im besten Fall dann zu einem Auftrag kommt, haben wir alle Spezialisten im Hause. Das heißt praktisch keine Schnittstelle nach außen, außer mit dem Kunde, wir und der Kunde. Und der Kunde kommt an einem Stück, eine Maschine, die aus einem Hause kommt. Das schätzen die Kunden sehr und natürlich auch die Mitarbeiter, weil sie können dann mit ihren Gespänli arbeiten und müssen dann nicht immer Spezialisten von anderen Firmen zukaufen. Ja. Das ist so. Und was war jetzt die Motivation für euch, Mitglied bei Swiss T-Net zu werden? Ja, der Austausch unter Gleichgesinnten, das hatte ich früher nicht oder nur sporadisch, nicht organisiert, nicht kontinuierlich. Das ist das, was ich heute sehr schätze. Bin ja noch nicht lange dabei. Man ist dann halt oft auch ein bisschen alleine und bei diesem Treffen, da kann man ein bisschen aus dem Daily Business ausbrechen. Man trifft interessante und spannende Leute, hat spannende Gespräche und das gibt dann wieder neue Ideen, neue Insights und vor allem auch wieder Kraft, um da wieder zurück ins Geschäft zu kommen und eine gute Arbeit zu machen. Ihr seid Mitglied auch in der Sektion Swiss Robotics. Konntet ihr da schon vom Netzwerk profitieren? Also du hast gesagt, der Austausch ist dir wichtig. Dann hast du den schon gehabt und konntest auch tatsächlich da schon ein bisschen Input bekommen? Sehr, 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 sehr. Das ging extrem schnell. Ich durfte ja an einer Verbandssitzung von Swiss Robotics, also von der Sektion, unsere Firma vorstellen. Und das hat dann geschossen. Habe neue Personen, Firmen kennengelernt. Mit zwei davon sind wir jetzt enger in Gesprächen, wo wir uns erhoffen, dass wir in Zukunft gemeinsam Projekte machen können. Ja. Also es ist noch lustig, wäre ein Lieferant und einer ein Mitbewerber. Aber das geht auch, dass man auch mit oder Marktbegleiter zusammenarbeiten kann. Das war jetzt schon super. Wunderbar, das freut uns natürlich sehr. Und das ist das, was wir unseren interessierten oder potenziellen Neumitgliedern natürlich auch sagen, dass dieser Austausch, dass man da keine Angst haben braucht, wenn man mit Lieferanten oder mit Mitbewerbern in einer Runde sitzt, sondern davon kann jeder auch profitieren. Toll, dass du das auch so nochmal hervorgehoben hast. Ich denke, man muss einfach offen sein und keine Angst haben. Und das war auch ein bisschen eine Angst von mir, geht das, aber ich wurde da wirklich auch von Marktbegleitern herzlich willkommen und wir haben uns da ausgetauscht und Und welche Themen beschäftigen euch jetzt aktuell? Woran arbeiten Sie jetzt mit Imperia Systems, beziehungsweise wohin soll sich denn die Firma so entwickeln? Ja, also ich denke, die Herausforderung, die alle im Moment haben, die werde ich jetzt nicht ansprechen. Das ist ja langweilig. Ja, wir sind ja jetzt im siebten Lebensjahr der Firma. Wir zählen 20 Mitarbeiter. Da braucht es, im Wachstum braucht es immer wieder neue Prozesse, die man erarbeiten muss, testen muss, einführen muss, damit es auch dann weitergeht. Ich bin ein Generalist, ich bin selber nicht, ich habe mal Konstrukteur gelernt und habe ein paar Jahre selber konstruiert, aber heute machen das meine super Leute und ich bin gerne im Verkauf, in den Projekten und darum
dass ich hier überleben kann, muss sich die Firma auch weiterentwickeln, noch größer werden. Und ja, das ist das, was mich im Moment beschäftigt. Das ist das Weiterentwickeln der Firma, nebst den tollen Projekten, die wir ständig im Sondermaschinenbau haben. Super. Vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch wirklich, dass ihr in unserem Netzwerk profitiert, weiterhin das auch noch ausbaut. Und natürlich hoffen wir euch bei vielen Veranstaltungen dann auch zu sehen. Und sehr gerne. In Person natürlich dann auch. Vielen lieben Dank. Ja, danke Ihnen. Schönen Tag noch. Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren, dass Sie uns zugeschaut haben, dass Sie sich informiert haben. Wir hoffen, dass Sie vieles mitnehmen konnten. Und hoffentlich sind Sie dann auch beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder heißt Inside Live, und zwar Ausgabe 3. Vielen Dank, René. Vielen Dank, Roland. Vielen Dank, Anna, für die Moderation durch das Inside Live Edition 2. Und wir freuen uns auf die dritte Ausgabe. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.